Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tagebuchfolge in The Hunter Call of the Wild. Und heute ein bisschen vorproduziert. Heute ist Freitag, während ich das jetzt hier aufnehme. Denn wie in der letzten Woche schon angekündigt, ich habe jetzt Urlaub und am Sonntag geht's nach Barcelona. Und das bedeutet, dass ich morgen, also am Samstag, nicht so viel Zeit habe, das hier aufzunehmen. Und ich dachte mir, ach, die Woche ist eh schon so gut vorbei. Es passiert jetzt hier eh nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Und das bedeutet, ich kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen von meiner Woche erzählen, kann mit euch hier nochmal schön über die spanische Map laufen und vielleicht noch die ein oder andere Mission zu Ende bringen und vielleicht diesen Hund einschläfern lassen, der sich irgendwie ein bisschen, naja, ich weiß es auch nicht, im Kreis dreht. Was ist denn mit dir los? Ach, hast du dich beruhigt? Ja? Nun gut, dann gucken wir doch mal auf die Map und gucken wir als allererstes mal, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, schau mal da hin. So, dann schnell reisen wir doch hier hin. Zack. Ja. Und der eine oder andere kennt es im Tagebuchformat. Fange ich erstmal mit ein bisschen Werbung an. Wofür? Natürlich für meinen YouTube-Account, für meinen YouTube-Kanal, für mein Profil, für all meine Videos, die ich mache. Und ja, das mache ich relativ konsequent und auch in dieser Folge also. So dass der eine oder andere jetzt motiviert ist, da mal auf meinen Kanal zu klicken, während ich hier durch den Wald laufe. Ja, genau so ist das. Ich habe die Woche, beziehungsweise letztes Wochenende, nachdem ich das Call of the Wild Video aufgenommen habe, tatsächlich relativ viel produzieren können. Und ich frage mich manchmal, wie klappt das eigentlich? Manchmal gibt es Tage, da mache ich irgendwie 16 Folgen in 4 Stunden. Und manchmal gibt es Tage, da schaffe ich genau 4 Folgen in 4 Stunden. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo da der Unterschied ist. Also, naja. Letztes Wochenende hatte ich gefühlt innerlich mehr Zeit oder mehr Spielraum oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich unfassbar viel Pathfinder Kingmaker aufgenommen, was mir jetzt ein bisschen die Woche vereinfacht hat. Aua, wer rennt mich denn hier um? Genau, und auch unfassbar viel Bus-Simulator aufgenommen. Das hat auch nochmal viel Spaß gemacht und die Sache auch deutlich vereinfacht. Naja, ja, und jetzt mache ich hier heute Shakes and Fidget für morgen fertig und diese Folge hier für den Sonntag. Und dann kommt natürlich noch hinzu, was noch hinzukommen muss. Also alles, was neu und spontan ist und wo ich denke, ey, davon möchte ich euch auch erzählen. Zum Beispiel werde ich gleich ein Video aufnehmen, ein angestellt und vorgespielt Video, und zwar zu Above Snakes. Das Spiel hat es mir gerade ein bisschen angetan. Und da werde ich mal die ersten 45 Minuten mit euch spielen. Und dann könnt ihr euch da einen schönen Eindruck von machen. Denn ich sag mal so, der nächste Steam Summer Sale kommt bestimmt. Und das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, der kommt am 26. Und da fiebe ich tatsächlich schon ein bisschen drauf hin. Bin vielleicht gerade ein bisschen im Kaufrausch. Ja? Aber dazu vielleicht noch ein bisschen später oder ein bisschen mehr. Ja, am Start der Folge erzähle ich euch auch immer, welche Spiele ich die Woche besonders viel gespielt habe. Und das erste, was mir da nochmal in den Sinn kommt, ist Wall World. Das habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Also das ist so ein Spiel, da seid ihr in so einer Robo-Spinne und lauft so eine große Wand hoch, weil das, naja, die Welt ist jetzt irgendwie anders und nicht mehr flach wie eine Pizza, sondern jetzt irgendwie steil und man lebt an Wänden und man muss entsprechend auch sich da Häuser bauen. Nicht im Spiel, aber das ist so die Story, die Geschichte dahinter. Ja, und ich als junger Mensch habe so einen Anzug, mit dem ich in diese Robo-Spinne kann. Und dann, naja, die Wand hochlaufen oder wahlweise auch runterlaufen kann, um immer wieder mal anzuhalten, in Minen nach Edelsteinen zu suchen, meine Robo-Spinne und mich abzugraden, Waffensysteme aufzugraden und die ankommenden Wellen von Gegnern immer mal wieder zurückzuschlagen. Nebenbei sammelt man eine bestimmte Ingame-Währung und kann seinen Robo-Spider immer mal wieder ein bisschen verbessern. Ich mag das Spiel super gerne. Es ist irgendwie sehr entspannend, auch wenn ich diese, ich sag mal, auf Zeit und diese Rook-Light-Effekte ja nicht so unbedingt mag. Ne? Es ist halt nicht so unbedingt meins. Hallöchen, wer bist du denn? Und möchtest du vielleicht erschossen werden? Hm? Nee? Ja, das tut mir leid, aber... So. Schauen wir mal. Ich glaube... Ui, das war es dann auch schon. Na ja, gut. Ja, das habe ich jedenfalls ziemlich viel gespielt. Dann, wie schon erwähnt, Bus-Simulator. Das macht mir auch unfassbar viel Spaß, da durch die Gegend zu heizen. Auch wenn ich neben den Aufnahmen dann immer ja, eine halbe Stunde extra fahren muss, um die Mission abzuschließen. Man muss dann sehr viel im Kreis fahren. Naja, was so ein Busfahrer halt so macht, nicht wahr? Man muss neue Stadtteile erkunden
die freischalten. Und das macht unfassbar viel Spaß tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Hoppala. Ja, hier, warte mal, kein Problem. Du kannst auch gerne noch. Letztes Mal schon so viel gekriegt. Warum dann nicht diesmal auch? Bist du schon? Habe ich dich nicht? Habe ich dich gar nicht getroffen? Doch, habe ich. Jetzt rennst du noch um den halben Platz hier rum, ja? Ach komm. Ernsthaft jetzt? Fall um. Fall um, nicht da hoch. Ich muss nicht da hoch. Oh, nicht so weit. Okay, jetzt so umgefallen. Okay. Oh. Na gut, eins nach dem anderen. Der hier ist Silber. Yummy. Den nehmen wir mal mit. So, jetzt gehen wir uns den da oben holen. Dann gehen wir zu der Mission da hoch. Naja, gut. Man macht, was man kann. Nicht wahr? Ja, also Bus Simulator habe ich auch gespielt. Und dann habe ich Magic Research gespielt, was ich auch super gerne mag. Auch wenn es, ich sag mal, eine größere Excel-Tabelle ist mit ein paar runden Streifen. Aber es macht Spaß. Die Storylines sind gut machbar und schaffbar und man kann da dranbleiben. Und es fordert einen auch auf zu spielen und nicht nur ja, idle zu klicken, abzuwarten. Ja, das ist recht gut tatsächlich. Also es gefällt mir richtig gut. So, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Dahin? Wo war denn das jetzt nochmal? Hier, oder? Immer das Gleiche, wenn ich ein bisschen gelaufen bin, habe ich Orientierung verloren. Na gut, wir gucken mal. Der Hund wird es schon finden. Aber wir können ihn ja mal, anheizen. Leg mal los. Ja, wie war meine Woche? Ich sag mal so, die Woche ist entspannt gestartet. Montag, naja, ich hatte ja ein langes Wochenende. Und was ist denn dein Problem? Jetzt komm mal her. Was ist denn mit dem Hund? Nee? Wie so ein Kleinkind. Jetzt komm mal her. So, und jetzt vielleicht mal hier verfolgen. Hier ist doch eine Blutspur. Ja, genau. Nochmal zurück. Blutspur gefunden. Und folgen. Sehr gut. Mann. Montag habe ich ja frei gehabt. Nach dem schönen langen Wochenende war das auch echt gut. Erstmal ausspannen nach dem Wochenende. Und da habe ich mich erstmal morgens dran gesetzt und meinen Antrag für einen meiner Patienten geschrieben. Ja, ihr wisst ja, ich habe da keinen Bock drauf. Mann, finde ich das schlimm und schrecklich. Ich war aber glücklich, dass er relativ schnell fertig war. Habe mich dann aber dann trotzdem dazu entschieden, das nicht auszudrucken und fortzusetzen, sondern ja, das zu ignorieren und erst am nächsten Tag dann zu machen. Wo ist er denn jetzt hin? Wo bist du denn? Ach da. Ja. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Entschuldigt bitte. Ah, gerade irgendwas im Hals. So. Und das ist ein Bronzener. Das ist schade, denn das wäre eigentlich ein Silberner geworden. Ah ja. Schlecht erwischt. So, jetzt müssen wir da hoch. Aber jetzt mal wirklich. Ja, jedenfalls war das dann recht entspannt und ich habe den Rest des Tages dann schön ein bisschen gespielt und wieder ein bisschen aufgenommen, weil wir ja diese Woche, also am Sonntagabend nach Barcelona fliegen und da bis Donnerstag bleiben, habe ich gedacht, ach, je mehr ich voraufnehme, desto besser und ja, habe eben dann den halben Montag auch noch da reingebuttert. Das macht mir auch gerade richtig viel Spaß, auch wenn das ein bisschen darin endet, dass auf dem Kanal es ein bisschen willkürlicher wirkt. Also dies und das und jenes und alles nur so halb. Naja, mal gucken. Also ich glaube, Bus Simulator wird auf jeden Fall ein etwas längeres Let's Play. Und ja, da habe ich glaube ich auch bis Mitte Juni auch schon alles voraufgenommen. Und dreimal die Woche ist dann auch schon eine Ansage. Ja, jo, mein Freund war arbeiten ziemlich, also bis in die also Uni und so. Genau, gar nicht arbeiten, also Uni arbeiten sozusagen.
Und was war das für ein Geräusch? Weiß man jetzt auch nicht genau. Komisch, ne? Es wirkt so anders als letztes Mal, obwohl es kein Update gab. Naja. Ach, da sind ein paar Katzen. Oh, Problem. So, den einen haben wir. Eieiei, jetzt haben wir ein kleines Problemchen hier. Welcher ist denn hier der gefährliche Wolf? Hoppala. So, ein paar haben wir jedenfalls. Goldenen, guck mal, das wäre jetzt, pass auf, 39,03, das wären Diamanten da geworden. Oh no, come on, really? Das wäre wieder ein Diamanten da geworden. Ich brech ab. Das ist ein silberner. Oh, das wäre wieder ein Diamantner geworden. Jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel haben wir denn da? Zwei mindestens, oder? Können wir mal gucken, ob er noch eine Fährte findet. Findest du noch was? Folgt Blutspur, ja, cool. Hier ist er rein. Hier ist er hoch. Mann. Ja, dann kam der Dienstag. Von Montag auf Dienstag habe ich nicht sonderlich gut geschlafen tatsächlich. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es war so ein Wetterumschwungsgefühl. Und dann... Ja. Ich sehe schon. Bronze, okay. Das ist natürlich auch... Okay, Bronze, der wäre eigentlich auch Silber gewesen. Welcher ist denn hier der Besondere? Wir müssen einem... Folge dem Wolf zum Kloster. Okay, dann gehen wir mal zum Kloster. jedenfalls ging es mir morgens nicht so gut und als mein Freund dann direkt morgens um 10 los ist zur Uni, saß ich da und das erste, was ich gemacht habe, ist ja, zu beschließen, ich gehe heute nicht arbeiten. Es tut mir leid, ich gehe heute nicht arbeiten, ich will meine Ruhe haben, ich brauche irgendwie ein bisschen Schlaf und ich will irgendwie Zeit haben für mich und so. Ja, dann habe ich meine Patienten abgesagt und hatte dann den Tag frei, habe dann den Antrag nochmal zur Post gebracht. Hab mir eine leckere Nussecke gekauft, hab mir Kaffee gemacht, hab mir ein Brötchen gegessen oder zwei. Und das tat richtig gut. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht hoch, richtig? Ne, hier kommen wir gar nicht hoch. Da müssen wir hier außen rum. Also ich sag mal, so ein spontaner Ausfall, Urlaubstag war irgendwie echt das, was ich so gebraucht habe. Das tat richtig gut. Und mittags ist mein Freund dann tatsächlich wiedergekommen. Wie, was jetzt? Wir müssen hier runter. Super, und wir kommen hier gar nicht hoch. Müssen wir auch gar nicht. Das habe ich total übersehen. Okay. Hallo? Ist da wer? Warte mal, es gibt doch... Nee, F. Was war denn nochmal die Taschenlampe? L, ne? Ja. Hallo? Folge dem Wolf zum Kloster habe ich abgeschlossen. Und jetzt... Töte den mörderischen Wolf. Okay. Ja, ich hab Bock. Das ist ja richtig spannend heute hier. Eine kleine Gruselfolge. Er kommt jetzt aber nicht irgendwie raus aus dem... Kommt jetzt nicht von hinten, oder? Machen wir ein bisschen spannend hier. Vielleicht greift er meinen Hund an. There it is, means what? Wir machen mal die Lampe aus. Also vom Hören kann man nichts sehen. Hier, oder?
dahinter, aber wie kommen wir denn jetzt da? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Oder laufen wir hier im Viereck? Hm. Tierruf aufspüren ist ja witzig, wenn der da hinter dem Dings ist. Ja, läuft hier mal wieder richtig gut im Spiel, ne? Iberischer Wolf. Oder ist er auf dem Dach? Das kann ja auch nicht sein, oder? Das wäre noch lustig, oder? Naja, gut. Ja, jedenfalls kam mein Freund dann nachmittags, dann haben wir uns eben die Nussecke geteilt. Das war auch in Ordnung, beziehungsweise ich habe sogar zwei gekauft gehabt. Ja, Kaffee noch dazu, ne, ein bisschen gequatscht und naja, immer mal wieder, und das wisst ihr ja, ist leider das Thema, wie geht's eigentlich mit unserer Beziehung weiter? Und da sind wir einfach auch keinen Millimeter weiter. Und die haben ja auch gesagt, wir werden jetzt mal eine Zeit lang nicht darüber sprechen, um so ein bisschen Zeit zu haben und mal zu uns zu kommen. Und jeder kann sich mal Gedanken machen, wie es eigentlich nur weitergehen soll oder wie man das möchte. Ja. Trotzdem schwebt es halt da so über einem und das macht die Sache jetzt eben nicht angenehmer. Ich gehe nochmal zurück. Das kann ja nicht sein, dass man hier den Wolf nicht findet. Ja. Ich weiß gar nicht, mehr kann ich da zu dem Thema tatsächlich gar nicht sagen, weil das entwickelt sich noch und wir haben jetzt erstmal Redepause gesagt und es gibt halt immer mal wieder Momente, wo man das Gefühl hat, der eine oder andere möchte drüber reden, ob es jetzt mein Freund ist oder ich, oder jetzt guckt er mich ganz traurig an, weil halt irgendwie klar ist, naja, das wird es dann vielleicht auch sein demnächst und nein, es ist halt einfach nicht schön, also es ist einfach nicht schön, die Situation, und wir sind natürlich selber schuld, wir haben uns das ja eingebrockt. So, wo ist denn jetzt das Wölfchen? Der mörderische Wolf guckt hier oben über die Brüstung oder was? Wieder einer von denen, die sich nicht bewegen, ja. Einmal hinterher. Ah, Ruhe ist. Ach, guck mal, der hat sich auf die Bank gelegt. So, den habe ich gefunden. Bekommen, meine ich. Gold 3744. Der hätte auch Diamant sein dürfen. Na, guck, den habe ich gut getroffen. He's gone. You killed it. That creature was a monster. Un ogro. You can hopefully find a way out. The monastery isn't safe. So be careful as you move around in there. Okay, das hätte ich vielleicht mal vorher sagen können. Also, dass ich einsturzgefährdet ist, bevor ich hier hin und her laufe. Eieieiei. So, aber ich soll trotzdem da nochmal rein, oder was ist jetzt die Aufgabe? Find einen Weg aus dem Kloster. Ich bin auch schon aus dem Kloster raus. Find einen Weg in das Kloster vielleicht. Hm. Okay, offensichtlich weiß das Spiel nicht so ganz genau, was hier abgeht. Ich bin doch schon draußen, Freunde. Guck mal, wir müssen da runter. Na gut, dann machen wir das doch mal. Gehen wir nochmal ins Kloster, um dann aus dem Kloster zu fliehen. Genau das, was wir so brauchen. Ja, mit der Aussicht, dass ich jetzt am Wochenende Urlaub habe und wegfliege, konnten dann natürlich die letzten drei Tage Arbeiten mir gar nicht mehr so viel anhaben. Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich ganz normal gearbeitet. Am Mittwoch habe ich mich mit dem Philipp getroffen auf ein Glas Wein, beziehungsweise waren wir erst schicken Salat essen. Und dann noch ein Weinchen trinken. Der Wein hat ordentlich reingeknallt. Alter Falter. Also so ein Glas Wein kann ja manchmal echt... puh. Das war ganz schön ordentlich. Jetzt müssen wir hier lang gucken. It's old and crumbling, but still so beautiful. Ja. There is something special about that place. Ja, erzähl's mir. The monastery used to be a site of pilgrimage. Your journey to arrive there has been a battle too. Okay, ich wollte gerade noch Kaffee trinken, aber jetzt hältst du mal frühzeitig die Klappe. Naja, gut. Oh. Zwischensequenz. The war to save Cuatro Colinas has been long. And I am so tired.
When I think about what has happened here, I know that we did what we had to do. Because of our influence, Cuatro Colinas will maintain its divine and breathtaking landscapes. Its rolling hills will remain unblemished by tacky tourist attractions. And we'll continue to host some of the most majestic wildlife in the world. Of course, this is also a victory for my neighbors. They're already asking me questions about what happened. On top of all of this, you have proven to me that you are not only the person I needed to help me save my home, but are also a true friend. You have helped me in more ways than I can articulate, and you have not only my thanks, but that of my father. But that doesn't mean that there isn't still work to be done. So I recommend you catch your breath and get back to work. Alles klar, und das gibt eine Errungenschaft, auf das Gerechtigkeit waltet. Wundervoll. Endlich mal ein Achievement. Ich glaube, wir haben die Hauptstory abgeschlossen, kann das sein? Lass uns doch mal reinschauen. Hallo. Ja, tatsächlich, wir haben die Hauptstory abgeschlossen. Jetzt haben wir hier noch die anderen. Erlege zwei Steinböcke und verwerte sie. Begib dich zum potenziell gefährlichen Ort. Schieße ein Foto des plötzlich potenziell gefährlichen Orts. Na, machen wir das mal. Schieße ein Foto von einem Hasen. Das finde ich nicht so einfach. Erlege zwei Hasen. Also erst Foto und dann erlegen. Drei Wildschweine und verwerte sie. Wir machen mal eins nach dem anderen. Gehen wir erstmal zu dem gefährlichen, potenziell gefährlichen Ort. Was auch immer das bedeutet. Wo ist, er denn, der gefährliche Ort? Hier. wie kommen wir da hin? Wir nehmen mal diese Hütte. Ja, am Donnerstag habe ich mich mit dem Thor und der Sandra zum Spielen verabredet und ich bin da ein bisschen ambivalent. Ich mag das Spiel ja sehr gerne. Wir spielen ja Sea of Thieves. Und ich mag natürlich auch mit denen spielen, aber ja, irgendwie gerade bin ich, wie gesagt, ambivalent und möchte manchmal einfach nur meine Ruhe haben und gar nicht spielen. Also zumindest nicht das. Oder lieber hier dieses Roots of Pacha mit der Sandra spielen. Das werden wir auch morgen früh machen, da freue ich mich auch drauf. Ja, aber dieses mich hetzt das irgendwie. Also ich glaube, das nächste Koop-Zusammenspiel-Spiel ist was mit Baseball und wo man dann ein bisschen die Aufgaben teilen kann. Und jetzt bei diesem Sea of Thieves rennen wir ja nur von einem oder fahren mit dem Schiff von einem Ort zum anderen und graben nach Kisten und naja, also irgendwie ist das ein bisschen wenig. Wir jagen halt jetzt gerade die Achievements, aber so richtig in Fahrt kommen will das für mich zumindest irgendwie nicht. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Ja, aber vielleicht war das einfach nur Wunschvater des Gedanken. Jedenfalls war es trotzdem cool. Also gestern war das ja, wie gesagt, heute ist Freitag, wenn ihr das hier seht. Hallöchen, wollen wir mal gucken. Gibt es da noch mehr von dir? Nein, dann machen wir mal Folgendes. 3, 2, 1. Hallo? Nicht bewegen. Nein, ach, jetzt habe ich wieder keinen Atem. So, bam. Laden wir mal nach. Ach, guck mal, da läuft noch eins. Was ist das denn? Da fliegt noch eins. So, guck mal hier. Der Onkel ist in the hood. Coolio. So, ich wollte eigentlich nur ganz gemütlich hier spazieren gehen und jetzt hier sowas. Na, guck mal, da liegt ja schon der Vogel. Deswegen hat der Hund auch so gejault. Ne? Ah, ja. So, und bronzener Geier. Was war denn das? Das ist nicht die richtige Munition. Ne? Ja. Es wäre nur Silber geworden. Also, naja, gut. Ich glaube, für den einen Schuss, das war schon irgendwie okay. Und da liegt das zweite Tierchen. Auch gut. Oh, da sind noch mehr. Wölfe. Sehr schwer. So, ich glaube, der wird nicht so weit kommen mit dem sehr schwer. Die einfach mal erledigt. Also hier geht es aber auch gerade ab, oder? Silber, der wäre richtig gut gewesen oder war richtig gut. Schön einmal hier durch beide Lungenflügel durch. Hervorragend. So, und jetzt gibt es hier noch den... Ja, jetzt gibt es hier noch den Löwen, hätte ich fast gesagt. Den Wolf natürlich. Ja, wie gesagt, heute ist Freitag und morgen ist Samstag und dann kommt auch der Sonntag. Es ist ein bisschen jetzt mehr ein Ausblick als ein Rückblick.
weil ich nicht so viel zu erzählen habe von der Woche, aber der Ausblick ist natürlich in Barcelona. Ich bin sehr gespannt, wa? Hier ist Blut. Oh, gar nicht so wenig Blut. Komm, such mal. Ja, mach mal was für dein Geld. Ich habe 3,50 Euro für dich bezahlt. So. Ja, am Sonntag geht es leider erst abends nach Barcelona. Das finde ich ein bisschen bedauerlich. Die Flugzeiten sind nicht so die besten. 17.55 Uhr fliegt der Flieger los und kommt um 20.10 Uhr da an. Ich sag mal, da wird es locker 21, bis wir unseren Koffer haben und dann, oder unsere Tasche, wir werden wahrscheinlich eine große Tasche nehmen und dann, na komm. Und dann ja noch in die Innenstadt fahren, mal gucken, wie das so funktioniert. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich mir irgendwie einbilde. Ja, guck mal. Ja, hast du gut gemacht. Sehr gut. Weil ich mir einbilde, dass das schwierig alles wird. Und der wäre eigentlich Gold geworden. Verdammt. Was habe ich denn falsch gemacht? Ach. Ganz klein bisschen zu weit hinten. Schade. My father started asking questions today. About you. He seems very curious about the benefits of hiring a professional hunter. I think he has a job or two for you. Fertig? Ich dachte, wir wären jetzt fertig, nachdem wir die Hauptmission abgeschlossen haben. Naja. Ja, irgendwie habe ich mir eingebildet, man kann in Spanien nicht mit der EC-Karte bezahlen, also sollte ich vielleicht noch ein bisschen Bargeld mitnehmen und so weiter und so weiter. Also, Quatsch eigentlich. Ich bin mal gespannt, wir werden das irgendwie locker angehen und ja, wir haben da ja das Hotel gebucht, da freue ich mich auch drauf. Ich bin sehr gespannt, wie gut oder wie leise oder wie laut das Ganze ist, wie die Zimmer aussehen. Und dann werden wir halt Barcelona entdecken und da werde ich mich auf jeden Fall auf die Sagrada Familia freuen. Ist das die Kirche, ne? Also die Kathedrale, der Dom quasi. Und was gibt's noch? Naja, das leckere Essen natürlich, den Stadtstrand, da freue ich mich auch super drauf. Vielleicht bräuchte ich da noch da muss ich gleich mal rausgucken, irgendwie so ein Badehandtuch haben. Genau, das Miro-Museum kann man sich mal angucken. Da werden wir das vielleicht mal auf die Liste schreiben. Also wir haben eine ganze Menge zu tun. Ich bin mal gespannt, wie mein Freund so auf die Stadt reagiert. Ich war ja schon mal vor 15 Jahren da oder so. Krass. 15 Jahre ist das schon her. Krasser Scheiß. Damals noch mit meinem anderen Boyfriend, mit dem Alex. Falls du zuguckst, Alex, ne, es war wunderschön mit dir. Vielen Dank. aber gut, dass es vorbei ist. Jedenfalls, ja, werden wir da eine ganze Menge machen können. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es nicht allzu heiß ist. So richtig tropische Hitze, so muss ich jetzt gerade nicht um mich rum haben. Da bin ich schon bedient, wenn ich denke, dass hier demnächst Sommer ist und dass dann alles hier zum Erliegen kommt von lauter Hitze. Für den Fall habe ich übrigens auch schon ein Let's Play aufgenommen, das ich dann einfach hochladen kann. Das könnt ihr euch dann angucken und euch kühle Gedanken machen. Ja, so bin ich zu euch, so denke ich an euch und naja, mal schauen. Ich mag einfach bei 40 Grad, mag ich tatsächlich auch nicht mehr am Rechner sitzen. Ich weiß, letztes Jahr, glaube ich, war das letztes Jahr, wo es so anfänglich so warm wurde, da hatte ich mit dem Finn Gloomhaven gespielt. Ein richtig cooles Spiel mit richtig krassen Mechaniken und so weiter. Das hat auch super viel Spaß gemacht, aber es wurde dann so warm, so 30, 33, 35 Grad und dann ist einfach mit mir nicht mehr anzufangen. Dann habe ich einfach keinen Blick mehr. The Ronda Ibex's horns may be shorter and straighter than those of the other subspecies you find here. But this just serves to make them unique. Oh, jetzt ist es weg, das Hühnchen. Ronda Ibex. Ja, das ist schön, aber... Schön. Ja, gucken wir doch mal auf die Karte, bitte. Okay, warten wir mal ab, ob sich hier was einfärbt. Hier können wir mal einen Wegpunkt setzen. Escape. Mehr Infos, das müsste ja auch gleich mal verschwinden. So, was soll ich jetzt hier machen? Den Steinbock? Was genau soll ich denn jetzt hier machen? Ich falle doch da runter. Oh, vielleicht habe ich den auch gar nicht getroffen. Na, dann geht's mal vorsichtig bitte hier runter.
Begib dich zum potenziell gefährlichen Ort abgeschlossen. Jetzt soll ich hier ein Foto von machen. Okay. Neue Mission verfügbar. Etwas wild. Felsenfest. Ich bin auch felsenfest. Das ist voll das Fest hier. Schieß ein Foto. Habe ich gemacht. Komm, lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich will hier nicht unten runterfallen. Ach. Potenziell gefährlich, aber auch wirklich gefährlich, ne? Ach, und schau an. Da haben wir doch tatsächlich den Ibex erledigt. Sehr schön. Ja, diese Woche habe ich übrigens ein Video gesehen von einem meiner Lieblings-Let's Player, YouTuber. Und zwar ist das der Medicus. Habe ich schon ein paar Mal von erzählt. Der irgendwann kommt auch aus Köln. Und ich gucke den ganz gerne, weil er sehr gute Strategiespiele spielt und auch Ahnung von dem hat, was er da sagt, meiner Meinung nach. Und er erzählte dann, dass eins seiner Spiele, die er gerne gespielt hat, also Company of Heroes 3, jetzt aus diversen Gründen tot sei, weil Entwickler seiner Meinung nach die falsche Entwicklungslinie einschlagen. Und bei der Gelegenheit hat er sich gewundert, warum die, ich sag mal, die Influencer und auch die Presse so unfassbar gut über das für ihn doch sehr verbuggte und kaputte Spiel berichtet haben. Und ich fand eine Hypothese super interessant. Und zwar hat er gemeint, dadurch, dass die Entwicklungsfirmen eben steuern können, wer wann über ihr jeweiliges Spiel berichtet, also Influencer zum Beispiel, suchen die sich halt meistens diejenigen aus, die eben auch eher positiv berichten. Und so haben natürlich beide was davon, also eine Win-Win-Situation. Es wird positiv über das Spiel berichtet und zeitgleich bekommt der Influencer unfassbar viel Aufmerksamkeit, weil er eben als erstes auch berichten darf. Für beide Parteien also sehr gewinnbringend, aber für den Verbraucher quasi sehr irreführend. Denn wenn ein sehr verbuggtes Spiel als ein nahezu perfektes Strategiespiel beworben wird, dann sei das seiner Meinung nach, und da stimme ich ihm auch erstmal zu, natürlich sehr irreführend. Und man könnte den Menschen dann, also den Redaktionen oder auch den YouTubern, den Influencern, wie die sich ja gerne nennen, könnte man also nicht mehr so richtig vertrauen in dem, was sie sagen. Und deswegen sprach er nochmal die Warnung aus, niemals vorbestellen, also bestellt keine Spiele vor. Darauf verlassen sich die Entwickler, locken gelegentlich vielleicht mit besseren Preisen oder vielleicht auch mit mehr Inhalt, mit mehr Content, die ihr nur kriegt, wenn ihr das vorbestellt. Ja, und wenn ihr das eben nicht tut, dann bekommt ihr den Inhalt auch nicht, aber dann kauft ihr mitunter vielleicht auch ein halbfertiges Spiel. Denn was wir alle mitkriegen, Spiele werden nicht mehr fertig produziert, nicht zu Ende produziert, bis sie dann auf den Markt kommen, sondern in meist einem halbfertigen Zustand rausgehauen, so zum Beispiel auch im Early Access. Und naja, wenn man das Spiel dann spielt, auch im Early Access schon, auch wenn das Spiel noch gar nicht fertig ist, dann entschuldigt natürlich Early Access auch jeglichen Fehler, jegliches Fehlen von Bugfixing oder kompletten Skilltrees oder ähnlichem. Sag mal, wer läuft hier eigentlich wem nach? Oh, okay. Ja, ich laufe dir nach. Ja, ich hab mich nur vertan. Entschuldige bitte, Hund. So, guck mal, komm, das ist auch belobt hier. Loben. Sehr gut. Du hast die Beute gefunden und ich bin in die falsche Richtung gerannt. So ist das halt manchmal. Auch ein Goldener. Was habe ich denn da wieder nicht getroffen? So gar nichts habe ich getroffen. Ich habe nur den Muskel getroffen. Trotzdem ist er daran gestorben. Neue Stufe. Ja, ich muss gestehen, das Thema interessiert mich halt schon sehr. Wie funktioniert denn das mit den... Gehen wir mal da noch hin. Wie funktioniert denn das eigentlich mit den Influencern? Sind die nicht eigentlich eher... eine lästige Pest am Spielebein unserer Generation? Oder wie sind die nützlich oder hilfreich? Und gut, da kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin ja auch hoffentlich ein bisschen nützlich oder jemand kriegt hier einen Einblick in das Spiel oder na, wie auch immer. Oder Informationen, wenn ich jetzt Achievement Runs mache oder kleinere Videos für Achievements. Ja, dann ist das sicherlich auch irgendwie hilfreich oder so. Genau, also man müsste quasi schon gucken, welche YouTuber sind eigentlich hilfreich oder unterhaltsam und welche nicht, welche zocken halt eher ab, welche berichten vielleicht auch falsch. Aber man muss sich dann quasi selber und individuell dadurch boxen. Und ich finde, da ist mir noch ein gutes Beispiel aufgefallen. Und zwar gucke ich auch ganz gerne Hand of Blood. Den kennt ja den einen oder anderen auch. Ne? Und der spielt immer mal wieder diese
schicken Vampire Survivor-likes Spiele, die ich auch sehr mag. Mir ist nur aufgefallen, dass sie die halt wirklich jetzt sehr viel spielt. Sehr viele in sehr kurzer Zeit. Und meistens sind die entweder noch in einer ganz frühen Entwicklungsphase oder so gerade Early Access geworden oder auf dem Weg dorthin, im Early Access veröffentlicht zu werden. Und da muss ich doch sagen, das finde ich auch schwierig, weil wenn der was spielt, dann gucken das nicht nur 100.000 Leute, sondern dann folgen die diesem Hype, den der erzeugt, mit seiner Stimme, mit der Art der Präsentation. Das gucken dann auch ziemlich viele Menschen und dann wird das Spiel ja auch viel häufiger gekauft. Und dann kriegt es mitunter, wie ich finde, bei Steam auch sehr seltsame Rezensionen geschrieben. Also sehr, sehr viel positiver, als wenn er das noch nicht gemacht hat. Also sobald er ein Video macht, kann man direkt gucken. Bei Steam ändern sich die Reviews unfassbar schnell in eine unfassbar positive Richtung. Klar, jetzt könnte man sagen, naja, das ist aber dann unsere Stimme, also die des Käufers. Ja, aber ich sag mal, ein Influencer influenzt ja auch. Und Influencer brauchen ja auch geinfluenzte, also beeinflusste Zuschauer, also beeinflussbare Zuschauer, so vielleicht. Ja, und dann ist man halt beeinflusst von dem Video, man hat so einen Hype aufgebaut mit den üblichen Kommunikationsmitteln, die jeder eigentlich mehr im Kommunikationsunterricht gelernt hat, als jetzt in einer wirklichen Ausbildung. Ja, und dann kommt man vielleicht auf die Idee, das eine oder andere Spiel doch auch zu kaufen. Ich will mich da selber auch nicht ausnehmen. Ich bin sehr hype-anfällig leider. Wenn jemand ein gutes Video macht und mich hypt, dann bin ich da schnell dabei, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Das will ich gar nicht anders darstellen. Naja, jedenfalls fand ich das mal ein interessanter Gedanke von dem Medikus. Ich bin auch geneigt, Dinge vorzubestellen, meistens auch, weil ich denke, naja, ich spare dann das Geld so ein bisschen. Ich gebe jetzt nicht 50 Euro für einen Titel aus oder so. Ja, Naja, vielleicht doch eher ein bisschen abwarten, vielleicht ein bisschen länger als nur das Release-Datum abwarten. Ja, mal gucken. Also, ich bin noch unentschlossen sozusagen. Also, ja, ich werde mich ein bisschen mehr zurückhalten. Da ist ein Tier. Ach, da war ein Tier. Hallöchen, warte mal, du vielleicht, dich als Waffe? Oh nee, das war jetzt zu schnell, die sind jetzt alle weg. Mist. Mal hier vielleicht noch schnell um den Busch rum. Ah, nee, alle weg, Mist. Ach, schade. Ich meine, bei einigen Spielen, wie hier zum Beispiel Emerald Coast, das wird das nächste Map-DLC sein, was jetzt im Juni rauskommt. Das kaufe ich mir natürlich auch ungesehen, auch wenn ich denke, oh, da werden bestimmt ein paar Bugs drin sein, das wird vielleicht noch nicht ganz fertig sein. Aber ich meine, das Spiel ist halt toll, also das Hauptspiel ist halt toll, deswegen ne, wird da ungesehen zugeschlagen. Was macht denn hier so Geräusch? Ach, da fährt draußen ein Sportwagen vorbei. Ja, interessant. Wo sind die Leute denn jetzt hingehüpft hier? Sind die hier runtergehüpft? Geht denn das überhaupt? Oh shit. Oh shit. Kommen wir denn hier runter, heile irgendwie? Potenziell gefährliche Stelle und dann sowas hier. Ja, aber das müsste gehen. Draußen parkt gerade ein Ferrari oder ein Helikopter landet auf unserem Dach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von beiden. Ja, und ein gutes Beispiel aus dieser Woche ist Gollum, das Spiel von Herr der Ringe. Da habe ich mich irgendwie sehr drauf gefreut, weil ich natürlich Herr der Ringe super gerne mag und das Setting klang super und ein Schleichspiel habe ich auch mal lange nicht mehr gespielt. Ja, und siehe da, ist es gestern rausgekommen und es war die Vollkatastrophe. Es hat nur 30% gute Bewertungen. Für die PlayStation 5 wird davor gewarnt. Alle Rezensionen sind sich einig, außer so ein paar total Verblendete, die das immer noch loben. Das ist schon wirklich krass. Oh, Hallöchen. Du bist auch mittel. Gibt es noch ein größeres Tierchen? Warte mal, du hier, was hast du denn für eine Wertung? 217. Und du? Nein, du hier hast was? 116. Okay, dann bist du ja der Platzhirsch Nummer 1. Pass auf, dann machen wir dich auch nochmal.
Oh, was ist das für einer? Warte mal, 217. 167. Ne, du bist dann der. Na, komm schon. Nein, 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 dich will ich. Ja, genau. Jetzt ist halt genau der Hintern von dem Mädel davor. Das ist ungünstig. Kann der junge Mann sich nicht mal hier hindrehen? Schießen wir dem jetzt in den Hintern? Das sollte man eigentlich nicht tun. Aber das Girlie ist jetzt genau davor, ne? Und ich glaube, das wird jetzt die letzte Aktion für diese Folge sein. Haben wir ihn erwischt, ist die Frage. Er zieht umher. Na, ich glaube, das war einfach ein Scheißschuss. Das war einfach. Wir haben ihn erwischt, auf jeden Fall. Ach, cool, dann gehen wir mal darüber. Aber es war trotzdem ein Kackschuss. Ah, hätte ich mal besser nicht gemacht. Was heißt, hätte ich mal besser nicht gemacht? Also schon gut, dass ich es gemacht habe. So weit kann er nicht laufen, dann ist ja die Map zu Ende. Können Tiere eigentlich aus der Map laufen? Das wäre witzig. Also nicht für mich, aber so insgesamt. Schon interessant dann, oder? Wow, okay, der wird noch ein bisschen laufen. Ja, also Gollum ist völlig nach hinten losgegangen, Gott sei Dank. Habe ich es nicht vorbestellt. Und ein bisschen abgewartet. Gott sei Dank, wirklich. Also ich meine, ich war echt schon kurz davor. Und dann habe ich halt gestern gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe dann gesagt, oh, dann habe ich ja jetzt 30 Euro gespart. Ja, wenn ich 30 Euro spare, dann kann ich die doch auch ausgeben, oder nicht? Wie ist denn da die Logik? Ja gut, also dann entsprechend... Ne, das lassen wir jetzt mal. Ja, entsprechend gerade mal den Warenkorb gefüllt, den Einkaufskorb. Ah ja, guck mal. Haben wir doch gut gemacht. Okay, da kann ich euch noch eine kleine lustige Anekdote erzählen. Ich habe, war ich am Dienstag, Mittwoch, ich glaube, Mittwoch war es, genau. Am Mittwoch war ich beim Drogeriemarkt meines Vertrauens und ich lasse mal den Hund die Blutspur suchen. Hab mir gedacht, komm, ich kaufe mal für Barcelona mal so ein kleines Fläschchen Shampoo. Man muss ja nicht immer so riesig viele Mengen mitschleppen. Das muss man ja hin und her schleppen und irgendjemand, also mein Freund, muss es ja auch tragen. Also kaufe ich mal kleine Sachen. Und dann war ich da so bei den Duschgel-Sachen und fand ein neues Fläschchen und das roch so nach Thailand und wurde auch so beworben. Thailand-Geruch und ich dachte, oh, das riecht aber gut und die Flasche sieht auch irgendwie toll aus und oh Wunder, das Duschgel ist auch gar nicht teurer als normalerweise. Interessant, also als normales Duschgel, was ich nutze. Oh, und dann habe ich noch eine zweite Flasche entdeckt, die auch toll roch. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, ich kann mich jetzt aber nicht entscheiden. Das eine riecht gut und das andere riecht auch gut. Oh, und dann habe ich die dritte Flasche noch entdeckt, auch mit so einem Geruch. Oh. Ja, dann konnte ich mich gar nicht entscheiden. Dann habe ich gedacht, ach komm. Ach komm. Ach komm. Ich meine, ich brauche es ja eh. Na, warum nicht mal Wohlfühlmomente schaffen? Und habe dann eben alle drei Flaschen gekauft. Habe meinem Freund noch ein extra Duschgel gekauft. Habe mir noch einen Haarconditioner gekauft. Noch Vitaminergänzungspillen gekauft. Und dann noch die kleinen Packungen Duschgel und Haarwaschmittel für Spanien. Ja. Also was soll ich sagen? Am Ende sagte die Frau in der Kasse, 30 Euro irgendwas. Okay, ich zahle mit Karte. Ja. Naja, jetzt habe ich jedenfalls eine ganze Menge neue Duschgel-Sachen. Au, oh, guck mal. Ja, du siehst gut aus. Ich glaube, du bist kein Diamant, oder? Ja, du bist ein Bronze. Ach, du heiliger Bimbam. Echt jetzt? Der wäre Silber gewesen. Okay, ich hätte gedacht, dass der richtig krass wird. Oh. Ja gut, ich habe halt von... Genau, das ist halt das Problem. Das sollte man einfach nicht machen. Man schießt den Tieren nicht in den Hintern. Sie sterben zwar, ja... Ich weiß nicht, wie glücklich sie da sterben, aber naja, die Wertung ist einfach Käse. Nun gut, nächste Woche komme ich entspannt aus dem Urlaub. Ich werde euch von Spanien berichten und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Kommt gut in die Woche, startet gut rein und wenn ihr wollt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich werde mir jetzt erstmal eine Sangria kaufen, weil ich bin ja, wenn ihr das hier seht, noch nicht ganz in Spanien. Mist.
aber auf dem Weg dorthin. Also bis zur nächsten Woche. Macht's gut!